Grüß euch! Ich bin die Gabi von der Gabi Winter Keramik und ich zeige euch jetzt, wie man richtig an der Drehscheibe sitzt. Was ganz wichtig ist, dass ihr nicht solche Rückenschmerzen kriegt, die man ja immer irgendwie bekommt mit der Keramik machen. Das ist eine anstrengende Haltung. Also erstens stütze ich mich an die Beine ab, wenn ich drehe. Das ist ganz wichtig. Die Beine müssen hier richtig stabil stehen und da halte ich mich fest. Dann gehe ich mit dem Oberkörper, bin ich über dem Ton. Also ich bin nicht so in dieser Haltung, weil da habe ich keine Kraft, es macht dann gerade was will, sondern ich versuche mich nach vorne zu schieben und gehe hier richtig über den Ton. Genau. Dann kommt noch, wenn ich ein bisschen ein größeres Gefäß drehe, kann ich meinen Ellbogen hinten in der Hüfte abstützen und schiebe hier mit Kraft nach vorne. Da muss ich mich ein bisschen weiter vorsetzen und schiebe hier. Dann habe ich von der Hüfte her den Schub mit drauf. Das heißt, ich habe eine totale Unterstützung. Ich muss nicht alles mit der Kraft von den Armen machen, sondern ich habe auch nur die Hüfte da. Aber für so kleine Sachen reicht es jetzt auch so einfach abgestützt, fixiert an der, über dem Gefäß. Wichtig ist nur, damit ihr nicht so extreme Rückenschmerzen kriegt, stellt euch den Stuhl so möglichst für euch passend ein von der Höhe oder nehmt einen kleineren oder größeren. Zu hoch finde ich unpassend, hat man kein Gefühl. Also sollte schon auf der Höhe von der Scheibe sein, kommt darauf an, wie groß ihr seid, das müsst ihr ausprobieren. Und ich setze mich jetzt nicht ganz nach vorne, ich mache so bucklig mich da drüber, weil das geht ja wahnsinnig am Rücken, sondern ich gehe mit dem Popo nach hinten, schiebe den hinten raus, dann kann ich den Rücken seitlich gesehen einigermaßen gerade lassen und drücke dann nach unten. Also so, dass der Rücken wirklich möglichst gut ist. Der Kopf geht drüber und so arbeite ich. Genau. Oft bin ich, weil ich merke, mir langt die Höhe nicht, mit den Zehen doch noch auf die Zehenspitzen. Genau, dass ich, wenn ich jetzt extrem da irgendwie arbeite, habe ich immer nur den Spielraum da unten, den Fuß aufzustellen oder runter. Genau, das ist das Wichtigste an der Drehscheibe. Der Fuß kann draufstehen zum Gas geben, den lasse ich hier, dann ist er auch höher. Ich habe ihn meistens drauf, obwohl das natürlich ein bisschen schiefe Haltung ist. Oder man gibt halt Gas und stellt ihn daneben, wenn man sich jetzt total zentriert, dass man das in die Mitte kriegt, kann man den Fuß auch einfach am Boden hinstellen. Dann habt ihr jetzt mal die Basics. Beim Abdrehen ist es eigentlich das Gleiche. Und ja, viel Spaß an der Töpferscheibe.